Steffen Hackmann ist Bestatter. Mit gerade mal 22 Jahren macht er seinen Meister. 7 Jahre ist er schon im Beruf. 1500 Verstorbene hat er bereits unter die Erde gebracht. Sein Interesse für den Umgang mit Tod und Trauer war der Grund dafür, dass er sich schon als Jugendlicher entschied, in dem Bestattungsunternehmen seiner Familie zu lernen. Das war für mich ganz normal, dadurch, dass ich damit aufgewachsen bin. Und ich fand es immer schon sehr schade, dass das so verschwiegen wird, dieses Thema. Und das wollte ich eben ändern. Obwohl Hackmann seit Kindesbeinen die Arbeit seines Vaters erlebte, gab es viele Dinge, an die er sich in der Ausbildung noch langsam herantasten musste. Berührungsängste hatte ich am Anfang schon, weil alles für mich neu war. Ich kannte zwar das Thema, aber ich wusste nie genau, was hier eigentlich geschieht. Dadurch habe ich das Praktikum gemacht und im Praktikum habe ich dann auch erst alles gesehen und dementsprechend auch das erste Mal einen Verstorbenen. Das Arbeitsfeld des jungen Bestatters ist groß. Von den ersten Gesprächen mit den Angehörigen über viele Formalitäten bis zur Auswahl von Sarg und Sargschmuck. Auch die Organisation der Bestattungen gehört dazu. Zentrale Aufgabe ist zudem die hygienische Versorgung der Toten. Ein Bereich, in dem er den Verstorbenen sehr nahe kommt. Für die meisten Menschen eine unbekannte und furchterregende Angelegenheit. Für Steffen Hackmann ein sensibles Handwerk. Unter hygienischer Versorgung kann man sich vorstellen, das Entkleiden des Verstorbenen, eventuelle Fremdkörper zu entfernen, falls diese noch vorhanden sind, beispielsweise aus dem Krankenhaus, Kanülen oder irgendwelche Anschlüsse. Anschließend wird der Verstorbene gewaschen und versorgt und dann eben wieder angekleidet. Diese Arbeit erfordert nicht nur Fachwissen und Geschick, auch Fingerspitzengefühl. Jedem Verstorbenen mit Ehrfurcht zu begegnen, das muss gelernt sein. Man ist behutsam daran gewachsen und man hat das Stück für Stück gemacht. Für mich ist auch die Versorgung nicht unbedingt das Schwierige, sondern eher der Umgang mit den Trauernden, weil jeder individuell trauert, jeder reagiert anders und dass man damit eben klarkommt. Der tägliche Kontakt mit dem Tod verändert Steffen Hackmann. Ängstlich oder gar gefühlskalt wird er aber nicht. Im Gegenteil. Man wird sensibler in diesem Beruf, auf jeden Fall. Man wird auch sehr viel um einiges nachdenklicher. Dass man die kleinen Dinge lernt wertzuschätzen, die Momente, die Zeit mit den Freunden und dass das Leben einfach sehr kostbar ist, weil man einfach sieht, wie schnell so ein Leben vorbei sein kann. Der Gedanke an den eigenen Tod ist bei mir sehr groß mit Interesse verbunden. Dadurch, dass ich mich selber auch frage, was kommt danach und wie wird das in meinem Fall ablaufen und wer kümmert sich dann darum